Morgens früh, 5.9.2018, Château Thierry. Wir fahren jetzt weiter an der Marne, diese Richtung, Richtung Disneyland Paris. Wir sind auf dem Weg zum Disneyland, haben jetzt eine gute halbe Stunde hinter uns, gut 10 Kilometer schon, etwas mehr. Macht nicht wirklich Spaß, weil wir auf der Straße sind, kein Radweg an der Bahn entlang. Und wir sind natürlich wieder in der Erntezeit, insofern machen wir einfach nur Kilometer. 11.30 Uhr, wir verlassen jetzt die Marne. Mahlzeit und fahren hoch in die Berge. Wir sehen uns später. Es sieht zwar nicht so aus, aber das sind 10% Steigung. Mein lieber Mann. Und da ist die Tina. Später auf dem Weg zum Disneyland Paris. Wie war es bisher, mein Schatz? Steil. Steil, verdammt steil. Steil. Und ein Tipp an alle, die an unserem Quiz teilnehmen. Wer unter 3000 Höhenmeter getippt hat, liegt völlig falsch. Und hört ihr den Motor surren und trotzdem nur 10. Und die Tina fährt vorne weg. 10% Steigung. Alle Achtung. Doch, 5.9., Viertel vor 1. Gregor verspricht mir schon den ganzen Tag Regen. Was haben wir? Sonne. Ich habe mich nicht eingecremt, verbrenne hier gerade. Wasser ist auch alle. Man kann sich auch auf dich nicht verlassen. So, wir sind 10 Kilometer vom Ziel, aber wir haben einen schweren, schweren Berg und deswegen mussten wir jetzt erstmal Pause machen. Gregor macht einen auf gesund, aber eigentlich haben wir ja das. 6 Kilometer. Vor Disneyland und dann noch so, ich schätze mal 15% Steigung. Da kann man nur schieben. Bis gleich. So. Jetzt muss hier irgendwo unser Hotel sein. Ich bin bestimmt schon wieder dran vorbeigefahren. Ja, weiß ich nicht, was sagt es denn? Wir sind da. Und da sind wir angekommen.